Zeit. Achtung, er ist gleich da. Los, verstecken, schnell. Barbie? Wo steckt der kleine Bursche nur? Barbie, bist du hier? Oh, wahrscheinlich ist er unten. Barbie! Nicht witzig! Gar nicht witzig. Gut gemacht, Mama. Aber jetzt ab ins Bett. Hör auf damit, Bill! Na gut, jetzt ist Schluss mit lustig. Wenn ihr in einem Bett schlafen wollt... Entschuldige, Schatz, nicht heute Nacht. Bobby, ihr habt schon letzte Nacht kein Auge zugetan. Heute musst du schlafen, sonst bist du morgen früh ein Zombie. Manchmal muss man aufhören, wenn es am schönsten ist. Och bitte, Mama, wir toben auch nicht. Ich versprech's. Und morgen bin ich putzmunter und werde sogar mein Zimmer aufräumen. Komm schon, Mama, sag ja. Na gut, ich sage ja. Yippie! Spitze! Aber Bill muss auf dem Bettvorleger schlafen. Du brauchst wirklich mal deine Ruhe, Schatz. Gute Nacht. Und kein Mucks, okay? Gute Nacht. Nacht, Mama. Nacht, Papa. Jetzt guck doch mal, da ist noch so viel Platz im Bett. Nacht, Bill. Gute Nacht. Bill? Bill! Verräter! Also okay, aber wir haben versprochen zu schlafen. Was ist bloß heute mit dir los? Dieser Knochen ist köstlich. Bobby, Frühstück ist fertig. Ich hab geschlafen wie ein Hundebaby. Guten Morgen, Bill. Guten Morgen, Caro. Wo ist denn Bobby? Bobby? Oh oh. Keine Ahnung, wovon du geträumt hast, aber es war auf jeden Fall was Sportliches. Pass doch auf, die Wand! Oh. Mach irgendwas, Bill! Oh, gerettet. Danke, Bill. Wenn Mama sieht, wie müde ich bin, dürfen wir nie wieder zusammen in einem Zimmer schlafen. Frühstück ist fertig. Falsche Richtung. Ups, falsche Richtung. Guten Morgen, Bobby. Guten Morgen, Bobby. Guten Morgen. Na, habt ihr beide denn gut geschlafen? Was? Oh, wir haben super geschlafen. Wir haben geschlafen wie Murmeltiere. Nichts drin. Na, was für ein Glück. Ich mach mich mal fertig. Vergiss nicht, was du mir versprochen hast. Die Cornflakes stehen neben der Spüle. Puh. Oh, oh. Problemalarm. Das ist mein Hundefutter. Bill, beeil dich. Oh, puh. Schon weggeputzt? Dann kannst du ja jetzt anfangen, dein Zimmer aufzuräumen. Anfangen, mein Zimmer auf. Zum Glück sind wir beide ausgeschlafen. Bobby braucht heute bestimmt unsere Hilfe. Nur nicht einschlafen. Nur nicht einschlafen. Nur nicht einschlafen. Ich bin so müde. Oh. Wir müssen ihn aufwecken. Bobby, wach auf. Vergiss es, Bill. Wir räumen sein Zimmer ohne ihn auf. Ah!
alles erledigt. Tada! Aufgepasst, Mama im Anmarsch! Wie spät ist es? Ich bin beeindruckt. Du bist wirklich topfit heute Morgen. Wer hätte gedacht, dass du so ordentlich bist? Oh, tut mir leid. Ich habe noch nicht geschafft, alles. Was zum... Danke, Leute. Und du darfst nicht vergessen, dass du auf Madame Sticks Haus aufpassen wolltest, solange sie weg ist. Oh nein. Ich habe Captain gefüttert, aber ich muss die Pflanzen noch gießen. Jetzt schaffe ich das nicht mehr. Ich habe einen ganz wichtigen Termin. Oh nein, du brauchst mich gar nicht so anzugucken. Kein Hundeblick. Bobby, kannst du dich darum kümmern? Klar, ist gar kein Problem. Bis dann, mein Schatz. Danke für deine Hilfe. Super, jetzt können wir uns entspannen. Oh nein. Bobby? Oh nein! Viel Glück mit Captain! Was wollt ihr denn hier? Lass uns einfach in Ruhe und wir sind gleich wieder verschwunden. Wir hatten einen harten Tag. Ach wirklich? Ist ja hochinteressant. Aber wie kommst du darauf, dass mich das juckt? Hör auf damit! Captain, du dicke, fette Kanalratte! Verstehst du keinen Spaß? Ja! Na, zum Glück sind wir den endlich los. Aber jetzt müssen wir die Pflanzen gießen. Aber wie macht man sowas? Mit Wasser? Großartig. Und wenn ihr fertig seid, könnt ihr den Rasen mähen und das Vogelbecken schrubben. Hey, das Wasser da gehört mir. Pfoten weg. Du kannst miauen, so viel du willst. Das kleine Nickerchen hat mir richtig gut getan. Was sollte ich hier noch mal machen? Ach ja, Madame Sticks Pflanzen. Na dann los. Danke, Bill. Du bist ein toller Freund. Ja, danke. Ich werde das Paket so schnell wie möglich abholen. Hey, Papa! Bobby, würdest du mir einen Gefallen tun? Bitte lauf schnell zur Post und hol ein Paket für mich ab. Es ist wirklich dringend. Aha. Lieb von dir. Oh nein. Bill, ich bin viel zu müde, um zu gehen. Kannst du das erledigen? Ich habe so schlecht geschlafen. Wirklich? Es ist leider unheimlich dringend. Okay. Jetzt kann ich mich endlich ausruhen. Ich bin hundemüde, Caro. Bobby ist wieder fit. Toll. Ich bin unglaublich müde. Moment mal. Tut er etwa nur so? Danke, Bill. Ohne dich wäre ich aufgeschmissen. Ja, schon klar. Ups. Danke, Bill. Wow, du bist ja super in Form heute. Mein Auftrag ist erledigt. Danke, mein Sohn. Nicht der Rede wert. Es war mir ein Vergnügen. Aber wenn ich ehrlich bin, könnte ich ein kleines Eis vertragen. Kommt sofort. Du hast es verdient. Yippie! Oh,
Ja, Bill, ich bin gar nicht mehr müde. Ja, schon gut. Vielleicht habe ich ein kleines bisschen übertrieben. Wie kann ich es wieder gut machen? Ich mache alles, was du willst. Okay, hau rein. Hm? Aber doch nicht alles. Aha. Oh, das Endstück, das esse ich am liebsten. Danke. Du musst dich nicht bedanken. Du hast auch geschuftet. Sind wir noch Freunde? Träum weiter. Darf ich mich neben euch setzen? Aber klar doch. Na dann. Oh, das fühlt sich gut an. Ja, genau so. Etwas weiter links. Ja. Hm? Findest du nicht, dass du ein bisschen zu weit gehst? Wie das Herrchen, so sein Hund. Toll, wie hilfsbereit ihr beide heute gewesen seid. Genau. Und deswegen dürft ihr heute wieder zusammen übernachten? Mama hat recht. Manchmal muss man aufhören, wenn es am schönsten ist. Stimmt's, Bill? Das ist das dümmste Spiel, das ich je gesehen habe. Wieso denn? Das verstehe ich nicht. Denk nach. Wenn man mit einem Ball spielt, will man ihn doch fangen und ihm nicht ausweichen. Ich zeig denen mal, wie der Hase läuft. Gut gemacht, Bill. Komm schon, gib den Ball wieder her. Na schön, das reicht jetzt, Bill. Her mit dem Ball. Ihr müsst ihn euch holen, wenn ihr ihn haben wollt. Herzlichen Glückwunsch, Bobby. Der Preis für den Besitzer des ungehorsamsten Hundes der Welt geht an dich. Ich zeig dir jetzt mal, wie sich ein braver Hund benimmt. Moment mal, ist das Spiel schon aus? Rocky, heb das Papier auf und wirf es in den Müll. Oh. Rocky ist so gut erzogen. Ich bitte dich, er ist nichts weiter als ein Streber. Ein willenloses Anhängsel seines Herrchens. Ekelhaft. Okay, Rocky, jetzt sag schön Hallo. Wow, voll cool. Echt stark. Unglaublich. Toll, aber alles, was Rocky kann, kann Bill 10-mal besser. Das hättest du wohl gern. Okay, wir machen einen Wettbewerb. Bill tritt gegen Rocky an. Cool, ausgezeichnete Idee, Luna. Nie im Leben. Ich bin kein dümmliches Roboterhündchen. Das ist unter meiner Würde. Ich bin dabei. Und was ist mit dir, Bobby? Okay, abgemacht. Hand drauf. Ja! Bei Fußball!
bei Fuß. Ich sag, komm, bei Fuß. Was geht denn hier ab? Bobby versucht, Bill zu erziehen. Das kann er gleich vergessen. Bei Fuß, bei Fuß. Was glaubt er, mit wem er redet? Wenn du willst, dass Billy gehorcht, musst du aufhören, ihn anzuschreien. Du musst ihn überzeugen. Du hast recht, Marie. Ich muss einfach mehr Geduld mit ihm haben. Rate mal, wer mein bester Freund ist. Was soll diese Schleimerei? Das bist du. Und umgekehrt, ich bin doch auch dein bester Freund. Aber du machst einfach nie, was ich dir sage. Nein, Bobby, so geht das nicht. Ich lass mich nicht wie ein Hund behandeln. Komm schon, nun mach es uns doch nicht so schwer. Bei Fuß. Ich mag es nicht, wenn du mich anwächst. Neulich hat sich mein Herrchen ein Aquarium gekauft. Er sitzt stundenlang davor und glotzt seinen Goldfisch an. Und morgens nach dem Aufstehen, da macht er so. Verflixte Flöhe. Ohlala. Dann bis später, Rocky. Hey, was hast du denn hier zu suchen? Du hattest erst gestern eine Fellpflege. Schon, aber ich will morgen beim Wettkampf so gut wie möglich aussehen. Wettkampf? Was denn für ein Wettkampf? Das ist eine lange Geschichte. Bitte sei artig und komm raus aus der Hütte. Bill? Warum kommst du denn nicht raus, Bill? Weil er keinen Respekt vor mir hat. Bill, du kommst jetzt sofort aus der Hütte. Das ist ein Befehl. Bill! Bill, ich flehe dich an. Er ist eingeschlafen. Axel wird mich morgen total fertig machen. Tja, jetzt wisst ihr Bescheid. Und morgen werde ich Bill zeigen, wer der Boss ist. Flöhe! Dann mal los. Hundewäsche, das volle Programm. Verflixte Flöhe! Ich bin für 3 Runden. Erstens Geschicklichkeit. Dann einen Gegenstand finden und apportieren. Und zum Schluss, Ich weiß was. Wie wär's mit einem Tänzchen? Jeder tanzt mit seinem Hund als Paar. Kommt ihr damit klar? Erste Runde, Geschicklichkeit. Axel und Rocky machen den Anfang. Wow! Danke, Rocky. Guter Hund. Das war echt spitze, oder? Wirklich beeindruckend. Fehlerfrei und sauber ausgeführt. Ja, Rocky hat die Latte sehr hoch gelegt. Du bist dran. Ich kann's kaum erwarten. Bitte enttäusch mich nicht, Bill, sonst macht er sich ewig über mich lustig. Ja! Los geht's. Du bist so lustig, Bill. Bill, tut mir leid, dass ich diesem blöden Wettkampf zugestimmt habe und dass ich dich angeschrien habe. Na, das ist Musik in meinen Ohren.
Hör zu, egal ob wir gewinnen oder verlieren, die Hauptsache ist doch, dass wir Spaß haben. Ich hab meinen alten Bobby wieder. Die erste Runde geht einstimmig an Axel und Rocky. Obwohl wir deine Clown-Nummer super fanden, Bill. Okay, und nun zur zweiten Aufgabe. Suche und finde den versteckten Knochen und apportiere ihn dann so schnell wie möglich. Ich schätze mal, die zweite Runde geht auch an uns. Ich verstehe dich nicht. Es geht doch um einen Knochen. Ganz ruhig. Wenn Rocky die Arbeit erledigt hat, schlag ich zu. In dieser Runde haben wir eindeutig ein Unentschieden. Dritte und letzte Aufgabe: der gemeinsame Tanz. Dran. Keine Chance, Bobby. Wie wär's mit unserer alten Breakdance-Nummer? Aha. Okay, legen wir los. Daher entschieden, dass das Endergebnis unentschieden lautet. Aha. Ja! Ja! Yippie! Ist dir das Lachen vergangen, Rocky? Ich verlange eine Revanche. Nein, kein Interesse. Wenn ich an diese Tanznummer denke, wird mir speiübel. Was denn heute sein? Nur Spitzen schneiden oder ein super hipper Haarschnitt? Oh, das ist der blanke Horror. Oh? Ich mach doch nur Spaß. Kekse! Kekse! Ich will Kekse! Von wegen, Kekse! Du Frechdachs. Schau in deinen Napf. Das reicht doch hinten und vorne nicht. Immer wenn Nala was zu essen haben will, ungefähr alle 5 Minuten, dann fängt sie an zu singen. Hey, das ist gar keine schlechte Idee. Das muss ich mir merken. Hallo. Guten Tag. Hey Marie. Hey Pitt. Hallo Juli. Was für zauberhafte Singvögel. Die sind wirklich zum Verlieben.
Passt du eigentlich heute auf Ming auf? Ja, wir haben einen Termin im Hundesalon. Bis später. Abmarsch. Hallo, Nala. Hallo, Nala. Hallo, hallo, Nala. Hallo, hallo, Nala. Hallo, hallo. Weißt du, was ich gerade gesehen habe? Ein paar kleine Vögel singen im Park und Menschen schmeißen mit Brot nach ihnen. Oh, wirklich? Das ist ja interessant. Wow, Bill, du siehst ja fantastisch aus. Und das Beste kommt zum Schluss. Das stinkt. Fertig. Du kannst jetzt Ming reinschicken. Hey, Ming. Yep. Hey, yep. Auf Wiedersehen. Komm schon, ich will hier raus. Psst. Sonst wecken wir sie noch. Ja. Hey! Oh nein! Ich sehe sie! Bill! Na? Verfolg sie! Ich sag drin Bescheid! Hallo! Entschuldigung, ich habe die Tür aufgemacht und Nala ist weggeflogen! Oh Mist! Ich wette, sie ist auf der Suche nach Futter. Tut mir so leid, ich hätte besser aufpassen sollen. Es ist nicht deine Schuld. Doch, natürlich. Ich finde sie und bringe sie zurück. Das ist wirklich nicht nötig. Sie kommt von allein zurück, sobald sie Hunger hat. Oh nein. Was mache ich denn jetzt? Wo ist sie nur hingeflogen? Hey! Oh. Hey, Bobby, ich probiere meine Drohne aus. Ich habe eine Kamera drauf montiert und die Steuerung ist hier auf meinem Tablet. Wow, unglaublich. Hey, damit könnten wir sie finden. Ich brauche deine Hilfe. Tja, wo steckt sie nur? Ah, da ist sie. Nala, komm mal her. Ich will aber nicht. Schluss mit lustig. Ab nach Hause mit dir. Träum weiter, Schätzchen. Aha, ich habe sie gefunden. Sie ist im Park. Super gemacht, Noah. Ich darf sie nicht aus den Augen verlieren. Zieh sie hoch, nach oben. Puh. Ich habe die Drohne wieder unter Kontrolle. Cool. Oh Mist. Wir haben Nala verloren. Los, zum Park! Wo ist sie? Ich kann sie nirgends sehen. Ah, da ist sie ja. Nala, sei ein braves Mädchen. Komm her. Oh, das nervt langsam. Auch Vögel wollen in Ruhe fressen. Nein, Nala, bleib hier. Bravo, Bill. Auf Holz klopfen soll ja Glück bringen. In meinem Fall wohl eher Pech. Da ist sie. Bill hat Schwierigkeiten, mit ihr mitzuhalten. Ich bleibe ihr mit der Drohne ganz dicht auf den Fersen. Hä? Ich könnte schwören, dieser komische Vogel da verfolgt mich. Oh, jetzt verstehe ich. Er
will mit mir um die Wette fliegen. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wer schneller ist. Los geht's! Der Papagei hat einen Knall. Jetzt ist sie völlig verrückt. Oh. Mist! Nala verlässt gerade den Park. Oh je, das geht ganz schön auf die Flügel. Oh, das darf nicht wahr sein. Ich habe sie wieder verloren. Die Straße hier erkenne ich. Nala ist in unserem Viertel. Ich glaube, sie wird langsam müde. Meine Güte, ich brauche dringend eine Pause. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Gewonnen! Na, vielen Dank, Bobby. Das war's mit der Drohne. Tut mir leid, Noah. Das kriegen wir wieder hin. Ja, den Papagei können wir aber vergessen. Vielleicht auch nicht. Sie ist in meine Straße geflogen. Los, hinterher! Hallo, Plüsch. Hast du zufällig die freche Nala gesehen? Nee, tut mir leid. Mist. Na, egal. Jipp. Jipp. Wo in aller Welt kann sie nur sein? Ah, ich bin fix und fertig. Mittagessen. Oh, hallo. Ich hätte dich fast übersehen. Wie war noch mal gleich dein Name? Lola, Diana. Nala. Richtig, Nala. Stopp! Bleib, wo du bist, oder du wirst es bereuen. Oh, mach mal einen Punkt. Ich würde niemals den Vogel meiner Friseurin auffressen. Klar, Katzenehre. Nun gut, vielleicht ja nicht, aber komm trotzdem nicht näher. Wie du willst. Sag mal, Nala, warum bist du denn nicht zu Hause? Weil mir die Leute Futter geben, wenn ich für sie im Park singe. Oh, alles klar. Ich sag dir was, in meinem Garten ist ein Vogelhäuschen prall gefüllt mit feinstem Vogelfutter. Was, wirklich? Ja, und ich verrate dir auch wo, wenn du für mich singst. Abgemacht. La, 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 la. Das ist wirklich zauberhaft. Ich habe noch keinen Vogel getroffen, der mit dir mithalten kann. Oh, meinst du das ernst? Katzenehre. Also, wie wär's mit einer Zugabe? Ich komme etwas näher, damit ich besser hören kann. Es ist so ein Genuss. Na schön. La 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 la. La la la. Das ist Nala, ganz in der Nähe. Bravo, was für ein Talent. Ein Jammer, dass dies dein Abschiedsgesang ist. Ja! Gut gemacht, Bill. Du bist der Beste. Vielen Dank, Bill. Frag mich bitte nach Hause. Ich bin ja so erschöpft. Klar, kein Problem. Okay, wir bringen sie zurück. Glück gehabt. Die Drohne funktioniert noch. Ich muss nur die Kamera reparieren. Okay, hier ist dein Abendessen, Nala. Alles für dich. Nein, bitte nicht. Mir wird schon vom Hingucken schlecht. Nach allem, was ich heute gefuttert habe. Tut mir leid, Bill, aber ich werde nicht nachgeben. Du hast gerade was bekommen. Na mal was ganz Neues. Was macht er da? Er
was der Papagei und die Vögel tun. Wenn sie singen, gibt es was zu futtern. Also dann, Caro, welches Ohr? Das linke. Du hast gewonnen. Lecker. Danke, Bill. Keine Ursache. Liebling, großartige Neuigkeiten. Juhu! Oh, was ist denn los? Heute Abend treten die Tohuwabohu-Trommler auf. Juhu, die liebe ich. Was ist das, die Tohuwabohu-Trommler? Eine brasilianische Percussion-Band. Pass auf, Bobby, die sind die Besten. Weißt du noch, Schatz, das war unser erstes Konzert. Du hattest das grässliche Hemd mit den gelben Blumen an. Das war mein Lieblingshemd. Ist gar nicht schlecht. Das rockt. Da müssen wir hin. Hallo? Ja, ich möchte 2 Karten für das Konzert heute bestellen. Hä? Oh, es gibt keine einzige Karte mehr. Komplett ausverkauft. Dann gehen wir eben ein anderes Mal. Oh nein, ich muss los. Ich habe noch einen wichtigen Termin. Wirklich schade, dass es nicht klappt. Bis später, meine Lieben. Ich muss noch ein paar Dinge in der Garage reparieren. Percussion macht irre viel Spaß. Jetzt passt mal auf. Er hat recht. Das ist wirklich spaßig. Hey, Leute, was sagt ihr zu einem Überraschungskonzert für Mama und Papa? Wir sind doch 10-mal besser als diese Tuva-Dingsbums-Trommler. Aha. Super, holen wir die Instrumente raus. Oh ja, das wird klasse. Aber wir haben ja gar keine Instrumente wie die Tuhus. Bobby hat recht, Caro. Wir haben überhaupt keine Instrumente. Hey! Was ist denn das hier? Du hast recht, Bill. Wir können improvisieren. Ha, dich habe ich gesucht. Tada! Guck mal. Ich habe mein Tablet vergessen. Es muss hier irgendwo sein. Das war echt knapp. Wir hätten fast die Überraschung ruiniert. Lasst uns draußen weiterspielen. Dann hören sie uns nicht. Ja, Leute, gut so. Und 1 und 2 und 3. Ich suche meinen Schraubenschlüssel. Ich könnte schwören, dass er hier irgendwo liegt. Was? Hat euch jemand in Mumien verwandelt? Ja, genau. Wir haben gerade Stopptanz gespielt. Aber die ägyptische Version. Und, das ist ein tolles Spiel. Ich bin Bill die Sphinx. Und ich bin ein Nilkrokodil. Puh, gut gemacht, Leute. Ha, hier ist es besser. Wir sollen trotzdem leise spielen. Wer weiß, wer uns alles hören kann. Hört gefälligst mit diesem scheußlichen Lärm auf.
Hallo, Madame Stick. Tut uns leid, wir wollten Sie nicht stören. Habt ihr aber, ich warne euch. Wenn ich noch einen Mucks höre, dann beschwere ich mich bei deinen Eltern. Oh nein, tun Sie das bitte nicht. Kapiert, Köter? Ab in die Hundehütte. Hör bloß auf zu stänkern, Flohtaxi. Hör auf zu bellen. Und hört bitte auf, so grässlichen Krach zu machen. Mir tun schon die Ohren weh. Tut uns leid. Wir spielen jetzt ganz leise weiter. Versprochen. Wieso spielt ihr nicht doch mal den ägyptischen Stopptanz? Der war nicht so laut. Krach? Haben wir so schlecht gespielt? Auf keinen Fall. Wir sind Profis. Wir gehen in den Park und spielen vor einem richtigen Publikum. Dann werden wir ja sehen. Hey, seht mal, dem Herrn da scheint es zu gefallen. Cool. Ärgert euch nicht, der hat Tomaten auf den Ohren. Hey, Bill! Ja, ein Fan! Ich hab doch gesagt, wir rocken! Oh nein, ich dachte, sie würde tanzen. Kommt schon, nicht aufgeben. Oh, Löffel, die liebe ich. Darf ich? Wow. Das Wichtigste ist, im Takt zu bleiben. Gut, bis später, ihr Trommler. Sollte das heißen, dass wir schlecht sind? Natürlich nicht, Caro. Wir brauchen nur mehr Übung. Das ist alles. Ich weiß. Wir gründen eine Band mit unseren Freunden. Wir treffen uns im Geheimversteck. Klasse Idee. Ja! Caro, los geht's. Eine Percussion-Band? Toll. Aber worauf soll ich spielen? Ihr habt doch Löffel in der Küche, oder? Das ist noch besser. Hey, Pip, machst du in unserer Band mit? Naja, ich bin nicht sehr gut in Trommeln und so. Klar bist du das. Es ist wie Zähneputzen. Aber im Takt. So hier? Ja! Hey, Plüsch, hast du vielleicht Lust, mit uns Musik zu machen? Oh ja, ich liebe Musik. Super, Kumpel. Guckt mal. Hey Ming, was ist das? Hörst du das nicht? Das ist ein hübscher kleiner Quietscheknochen. Das Ding ist klasse. Hast du Lust, in unserer Percussion-Band mitzuspielen? Und wie? Das kann ich bestimmt gut. Sind alle bereit? Cool, lasst uns beginnen. Ja, aber wir brauchen noch einen Bandnamen. Die Krachmacher, wie hört sich das an? Die Trommeltöll. Das ist besser, oder? Oder was haltet ihr von die tierische Trommeltruppe? Das klingt doch gut, oder? Oh, wow. Super Idee. Ja. Ja. Seid ihr bereit? 1, 2, 3. Das ist ja katastrophal. Wenn wir so spielen, will uns keiner hören. Los, Bandmitglieder, wir müssen zusammenhalten. Im Takt.
Leute! Hört euch das an! Mein Solo! Und jetzt meins! Genial! So, und jetzt alle! Ein Hoch auf die tierische Trommelgruppe! Wir wären Ihnen wirklich sehr dankbar. Ja, ich warte. Oh, wirklich? Vielen, vielen Dank! Sie haben uns das Leben gerettet! Ja! Oh, ja! Yeah. Juhu! Mama, Papa, wir haben eine tolle Überraschung für euch. Weißt du was, Bobby? Wir haben auch eine tolle Überraschung. Überraschung! Ha? Papa konnte doch noch Karten für das Konzert besorgen. Ist das nicht toll? Super toll. Sei lieb zu Juli. Hör auf, Mama. Juli passt heute Abend auf dich auf. Tschüss! Bobby, alles okay? Okay, Juli, meine Eltern sind weggefahren. Also bist du unser allererstes Publikum. Oh, wirklich? Hier ist die tierische Trommeltruppe! Oh, ihr seid ja süß. Hört gefälligst mit diesem scheußlichen Krach auf! Wow. Hört sofort auf! Und Juli, wie waren wir? Wunderbar. Dann sollten wir vielleicht auf Welttournee gehen. Vielleicht lieber nicht. Was ist denn hier passiert? Oh, das ist nichts. Wir haben nur ein bisschen rumgetobt. Ein bisschen viel. Mama und ich müssen ein paar Einkäufe erledigen. Und während wir weg sind, machst du hier klar Schiff und lernst dein Gedicht auswendig. Hä? Na gut, Mama. Haha, wahnsinnig witzig. Komm schon, Bobby. Ich will, dass hier alles blitzt und blinkt. Ja, 100% blitzblank. Ich habe eine Aufgabe für dich, Bill. Du wirst dafür sorgen, dass Bobby tut, was wir gesagt haben. Bis wir wieder da sind, bist du hier der Chef, Bill. Bill und der Chef? Schnapsidee. Ganz im Gegenteil. Es ist eine brillante Idee. Ich bin der Chef im Haus. Komm, zuerst spielen wir ein bisschen. Für den anderen Quatsch haben wir später noch Zeit. Oh, das ist ja putzig. Bill spielt den Boss. Hey, das ist überhaupt nicht putzig. Und wenn du nicht gehorchst, wirst du mich kennenlernen. Nein, nein, nein. Komm schon, Bill, jetzt übertreibst du. Ja! Mach's gut, Kumpel! Oh nein!
was fällt dir denn ein? Gib uns das Frisbee wieder! Tut mir leid, heute wird nicht mehr gespielt. Bobby hat andere Verpflichtungen. Ach, wirklich? Allerdings, ich habe hier nämlich jetzt das Sagen. Ja, ja, das hättest du wohl gern. Gib mir die Frisbee-Scheibe. Ich hab das ernst gemeint. Ach komm schon, Bill. Gib mir die Frisbee-Scheibe. Ich muss los. Hä? Bill, komm wieder her! Das wär geschafft. Auftrag erledigt. Hä? Du willst, dass ich mein Gedicht lerne? Na schön. Tiger, Tiger, Helen, Facht. Bla, 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 bla. Fertig. Er macht sich über mich lustig. Zeit fürs Fernsehen. Kommt nicht in Frage. Also wirklich. Hey! Willst du sie? Dann komm und hol sie dir. Bill, komm her! Ist mir völlig egal, dann spiele ich eben auf Papas Tablet. Kannst du vergessen, Bobby. Hey, Bobby, kommst du mit in den Park? Ja, aber nur kurz. Ich muss noch aufräumen und mein Gedicht lernen. Boah! Okay, dann eben nicht. Ja, ich muss noch ein paar Sachen machen. Aber die mache ich erst, wenn es mir passt. Ich komme, Pit! Pit? Hey, Pit, komm zurück! Du hast mir die Tür vor der Nase zugeknallt. Mach's gut. Okay, Bobby, hör mal zu. Jetzt wird hier richtig rangeklotzt und nicht länger rumgemotzt. Auftrag ausgeführt. Was? Zieh Leine, Bill. Ich lass mich nicht von einem Hund rumkommandieren. Na schön. Wer nicht hören will, muss eben fühlen. Hör auf damit, Bill. Das ist eklig. Stopp, das kitzelt so. Stopp. Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. Es nervt mich, dass du andauernd auf mir rumhackst. Lass mich in Ruhe. Und lauf mir nicht immer hinterher. Bill, Schluss damit! Oh oh, er klingt echt sauer. Guten Appetit, Bill. Ich gehe eine Runde aufräumen. Das wird ein wahrer Festschmaus. Ich habe eine Aufgabe für dich, Bill. Bis wir wieder da sind, bist du hier der Chef. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich glaub's einfach nicht. Bill hat sein Sandwich nicht gefressen. Oh, das ist ja schade. Du bist gar nicht hungrig? Dann kommt es wieder in den Kühlschrank. Nein! Puh, ich bin erleichtert. Ich hab mir schon Sorgen gemacht, dass du womöglich krank bist. Bobby! Er hat mich eingesperrt. Mach's gut, Bill. Was?
Was für ein Schlitzohr! Ich kann's nicht fassen. Er hat mich eingesperrt. Schmeckt dir dein Sandwich nicht? Das sieht so lecker aus. Hä? Du hast recht, Caro. Wäre echt eine Verschwendung. Hallo, Marie. Hallo, Bobby. Wie geht's dir? So lala. Ist was nicht in Ordnung? Es geht um Bill. Er ist total verrückt geworden. Ich muss Bobby wiederfinden, aber wie komme ich hier raus? Immer der Nase nach. Ups. Ming? Plüsch? Wir wollen dich abholen. Ja, die verteilen gratis Hundekuchen in der Stadt. Klasse. Oh, ich kann nicht mitkommen. Was? Ich habe heute andere Verpflichtungen. Was? Ich erklär's euch später. Ich muss los. Ist der jetzt endgültig durchgedreht? Wie auch immer, mit dem Sandwich habe ich ihn reingelegt. Also wirklich, Bobby, verstehst du denn gar nichts? Was denn? Bill gibt sich so viel Mühe und du unterstützt ihn nicht ein bisschen. Das ist unfair. Du bist so süß, Bill. Nimm ihn mit nach Hause, diesen bösen Jungen. Na schön, Bill. Du bist der Chef. Soll ich nach Hause kommen? Du bist mir vielleicht einer, Bill. Na bitte, er hat's verstanden. Wollen wir einen Film gucken? Hä? Was? Reingefallen! Keine Sorge, ich räume jetzt mein Zimmer auf. Das wurde aber auch Zeit. Puh, das wird ewig dauern. Na gut, auf los geht's los. Ja, Teamwork! Tiger, Tiger, hell entfacht, in den Waldungen der Nacht, welches Gottes Aug und Hand nur dein furchtbar Gleichmaß spannt. Bill, Bobby, wir sind wieder da. Tempo, Hunde! Tada! Ich bin wirklich begeistert, Bobby. So aufgeräumt war dein Zimmer noch nie. Bill hat ganz viel geholfen. Und was ist mit deinem Gedicht? Tiger, Tiger, hell entfacht, in den Waldungen der Nacht, welches Gottes Aug und Hand nur dein furchtbar Gleichmaß band. Gut gemacht, Bobby. Ich bin stolz auf dich. Ja! Hey, Bill, wo hast du die Frisbee-Scheibe versteckt? Oh nein, das habe ich total vergessen. Habe ich doch nicht. Bill, nein! Bobby, Bill, alles in Ordnung? Ups. Hey, da ist ja mein Knochen.